Hey Leute, zur weiteren Folge auf meinem Kanal, Leute. Und ja, heute ist ein weiteres Thema. Und zwar, wie ihr schon im Titel gesehen habt, geht es heute mal um das Thema Skins verschenken oder Skins hertraden und so weiter, Leute. Es wird sich auf jeden Fall bei diesem Thema relativ viel ändern. Das Future Skins verschenken wird es nicht in dieser Art geben, wie wir es uns vorgestellt haben, Leute. Und ja, für weitere Videos lasst auf jeden Fall ein Like, eine Pose, und ein Abo da, Leute, und vergesst auf jeden Fall nicht, das Video mit euren Freunden zu teilen und die Glocke zu aktivieren, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen, Leute. Und sonst würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Let's go! Wie gesagt, geht es heute mal um das ganze Thema Skins verschenken, Skins vertraden und so weiter, Leute. Und wie im Pre-Intro schon erzählt, wird dieses ganze Thema Skins verschenken nicht in dieser Art geben, wie wir uns es gewünscht haben, wie es uns ja vorhergesagt wurde, Leute. Und zwar hat ein Reddit-User namens Fortnite Battle Royale Leaks, kann ich hier nochmal im Foto einblenden, einen Tweet getweetet am 19. Juli 2018, also 10 Tage schon circa her. Und zwar hat der geschrieben oder hat uns ein kleines Foto von der Store-API von Fortnite gezeigt. Und zwar hat hier auch auf Englisch erklärt, dass er etwas gefunden hat. Und zwar hat er in dieser Store-API gefunden, dass man einen Skin nur herschenken kann, wenn man beim Kauf ist. Also ihr kennt es ja von Xbox oder Steam-Gifting, also Steam-Geschenke oder sowas. Wenn ihr auf Steam geht und ein Spiel kaufen wollt, könnt ihr das beim Kauf an einen Freund verschenken. Und so wird es auch in Fortnite geben. Es wird nicht so sein, dass ihr aus dem Spind Outfits, Spitzhacken, Backblings oder irgendwas anderes verschenken könnt, sondern ihr müsst es kaufen und beim Kauf, also im Shop von Fortnite, könnt ihr das dann einem Spieler herschenken. Das ist natürlich das, was wir überhaupt nicht erhofft haben. Wir haben wirklich erhofft, dass wir die ganzen Gegenstände, die ganzen Outfits aus unserem Spind herschenken können, hertraden können. Und ja, das wird es aber in dieser Art, wie schon gesagt, nicht geben. Es wird, wie schon gesagt, nur über den Shop gehen. Das heißt, wenn ihr etwas kauft, könnt ihr entscheiden, ob ihr es einem Spieler geben möchtet oder herschenken möchtet. Und dann könnt ihr es ihm schicken, Leute. Ist natürlich ein herber Abbruch zu unserer Idee oder zu unserem Glauben, dass es so kommen wird. Natürlich hat das Vorteile für Epic Games, und zwar, dass man die Skins nochmal kauft. Das heißt, es sind nochmal Einnahmen für Epic Games. Sonst würde man ja nur die alten Skins, die man nicht mehr braucht, hergeben. Und dann würde Epic Games ja nichts dran verdienen. Und zweitens entsteht nicht ein Markt, also ein Trading-Markt, könnte man sagen, auf eBay oder auf anderen Plattformen, wo man dann Gegenstände, zum Beispiel Outfits oder Spitzhacken, zum Beispiel einen Halloween-Skin hertraden oder verkaufen könnte, wo man sagt, ja, ich gebe dir so viel Geld für diesen Skin, und man könnte dann traden untereinander. Das ist eben dazu noch gedacht, dass man diesen Markt nicht erschafft. Und ja, wie schon gesagt, wird es dieses Future, also das Herschenken, nicht in dieser Art geben, wie wir uns immer gedacht haben. Das ist natürlich relativ schade, weil ich wollte auch irgendwann vielleicht meine alten Outfits oder so vielleicht einen Freund geben, der es vielleicht lieber spielt. Das wird aber jetzt nicht gehen. Vielleicht wird es noch in der Zukunft hinzugefügt, aber derzeit schaut es dabei nicht so aus, es schaut relativ schlecht aus. Und ja, dann kann man gerne eure Meinung zu diesem ganzen Thema, zu diesen neuen Leaks in die Kommentare schreiben. Findet ihr es gut, dass man jetzt eben nur noch Gegenstände aus dem Shop her oder wenn ihr es neu kauft, herschenken kann? Oder findet ihr es besser, dass man Gegenstände aus dem Spind herschenken kann? Derzeit weiß ich noch nicht, wann dieses Feature in Game kommt, das wurde noch immer nicht geleakt und es gibt noch keinen offiziellen Post von Fortnite, dass das Release-Date von diesem Feature festgelegt wurde. Also wie schon gesagt, es gibt dabei noch kein Release-Datum. Und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, ja, wie das Feature dann in der Zukunft in Fortnite umgesetzt wird. Ob dann es nochmal so bleibt, wie es jetzt geleakt wurde, oder ob das nochmal ganz anders kommt, als man jetzt hervorgesagt hat. Das werden wir natürlich alles dann in ein paar Wochen, es kann auch Monaten sein, Leute. Man weiß, wie schon gesagt, nicht, wann dieses Feature released wird. Ich hoffe, es wird auf jeden Fall in den nächsten paar Wochen released. Und ja, Leute, das war's auf jeden Fall mit dem Video über die neuesten Leaks um das Thema oder um das Feature, ja, Skins verschenken, Skins traden, Leute. Wie schon gesagt, schreibt mal eure Meinung zu diesen ganzen neuen Leaks in die Kommentare. Würde mich sehr interessieren, was ihr davon haltet, dass eben das und das jetzt geändert wird, Leute. Und ja, und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Like, eine Postwertung und ein Abo da. Und vergesst auf jeden Fall nicht, das Video noch mit euren Freunden zu teilen. Und ja, schaut auf jeden Fall beim letzten Video vorbei. Und nochmal danke für die 100 Abonnenten. Und ja, schönen Tag, haut rein, cheerio. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane.
for you.